Ohne Madonna würde die Welt anders aussehen. Welchen Verdienst nehmen Sie für sich in Anspruch? Sowas nennt man eine offene Frage. Ja, das ist eine große Frage. Wie können Sie buchstäblich alles antworten? Ohne mich wäre die Welt also anders. Glauben Sie, dass dies wahr ist? Ja, bestimmt. Die Leute würden sich anders anziehen, sie hätten eine andere Einstellung zu Musik, zum Sex. Ach, ich bin nur eine. Es gibt so viele Einflüsse. Ich glaube, viele Leute der Popkultur beeinflussen die Mode. Seien Sie nicht so bescheiden. Nein, aber wenn ich Ihnen zustimme, klinge ich unbescheiden. Ich habe es ja gesagt. Also, was ist Ihr Verdienst? Ich kann es mir anrechnen, dass ich eher Diskussionen über Sexualität, sexuelle Freiheit, Frauenrechte oder Feminismus provoziert habe. Mehr als über Mode. Haben Sie auch eine Botschaft für die Impotenten? Wie bitte? Haben Sie auch eine Botschaft für Leute, die impotent sind? Ich meine, weil sie sich doch die sexuelle Befreiung der Geschlechter als Verdienst anrechnen. Gut, Sie meinen die geistig Unfruchtbaren. Beide. Vielleicht sind unsere Definitionen von Impotenz verschieden. Ich meine sexuelle Untauglichkeit. Meinen Sie die geistige Fähigkeit oder die praktische Ausführung? Beides. Also wenn ich von Sexualität spreche, spreche ich nicht von der praktischen Ausführung, sondern ich spreche mehr von der intellektuellen Seite. Ich sage immer, dass man sich nicht für seine sexuellen Fantasien oder seine sexuellen Vorlieben schämen soll. That's generally what I'm trying. Nur so meine ich das. Your definition of shame and mine is different. What's wrong? Was ist denn daran so falsch, sich zu schämen? Well, shame. Shame is Warum es falsch ist, sich zu schämen? Fragen Sie mich das, weil Sie es nicht wissen? Ich frage, weil ich finde, Scham ist etwas sehr Romantisches. Wenn Sie einen Geliebten haben, der rot wird, finden Sie das denn gar nicht reizend, rührend? Das ist vermutlich wieder eine Frage der Semantik. Ihre Definition von Charme ist nicht die meine. Sie meinen wohl eher Verlegenheit oder vielleicht Schüchternheit. Ich glaube, Schüchternheit ist romantisch. Meine Definition für Charme ist, sich schuldig zu fühlen, sich schlecht für etwas zu fühlen. Noch einmal, ich will hier nicht rumsitzen und 20 Minuten über Sex reden, aber da wir schon dabei sind, ich finde nicht, dass man sich deswegen schämen sollte. Wenn sich jemand schämt, dann manifestiert sich das in einer anderen Art und Weise. Man verletzt dabei sich oder andere. Passiert es ab und zu, dass Sie auf der Straße ein Mädchen sehen und denken, oh, die sieht aus wie Madonna, wie ich vor 5 Jahren? Ich sehe oft Leute, die sich anziehen wie ich, wie vor vielen, vielen Jahren. Und ich hoffe, ich kann Mädchen mehr sagen als nur, zieh dich an, geh aus und hab Spaß. Denken Sie an die vielen Poster, die von Ihnen weltweit in den Kinderzimmern hängen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten nachts aus Ihrem Poster herabsteigen und eine Botschaft übermitteln. Was wäre diese Botschaft? Wenn ich aus meinen Postern herabsteige? Wollen Sie mich nicht lieber nach meiner Lieblingsfarbe fragen oder so etwas? Wir sind ja in Europa, da werden andere Fragen gestellt. Okay. Was ich Ihnen sagen würde, ich würde sagen, du musst vor dir selbst Achtung haben. Liebe dich selbst. Denn wenn du das nicht kannst, kannst du gar nichts. Wenn Sie genau das, was Sie getan haben, als Schwarze gemacht hätten, wo wären Sie dann heute? Wenn ich schwarz wäre? Keine Ahnung. Vielleicht wäre alles viel härter für mich gewesen. Glauben Sie, dass eine Schwarze dieselbe Karriere hätte machen können? Ich denke, es ist sehr hart, schwarz zu sein. Und es ist sehr hart, eine Frau zu sein. Es ist 300 Mal härter, schwarz und eine Frau zu sein.
Würden Sie sich beschreiben als clever, selbstsicher, gut riechend und fähig, gute Briefe zu schreiben? Könnten Sie diese Liste bitte noch einmal wiederholen? Clever? Yes. Selbstsicher? Yes. Gut riechend? Absolut. Und eine gute Briefeschreiberin? Yes. Sie sind ganz sicher? Ja. Sie sind misstrauisch. So haben Sie Ihren Traummann beschrieben. Right. Okay. Also wären Sie die ideale Partie für sich selbst. Nein, ich wäre nicht gern mein Freund. Warum nicht? Wir geraten hier wieder in Schwierigkeiten. No, why not? Warum habe ich das Gefühl, als ob ich gerade mit meinem Psychiater rede? Tut mir leid, vielleicht weil ich aus Europa bin. Das ist wahr. Meine Psychiaterin ist aus Argentinien. Sind Sie ihr gegenüber ehrlich? Ja. Ich zahle ihr zu viel, um sie zu belügen. Mir zahlen Sie nichts. Das ist wahr. Wissen Sie eigentlich alles über Sex? Oder gibt es da sogar für Sie noch was zu erforschen? Ob ich alles über Sex weiß? Ich weiß über nichts alles. Über ein paar Dinge weiß ich ein paar Dinge. Als Sie zum ersten Mal erfuhren, was Sexualität war, haben Sie da gedacht, das ist etwas Liebes, das ist was ganz Reizendes? Mit Ihnen zu reden, ist wie mit einem Rubik-Zauberwürfel herumzuprobieren. Was Liebes? Oh nein, überhaupt nicht. Als ich jung war, es war mir unheimlich. Es hat mich angezogen und mir gleichzeitig Angst gemacht. Ich glaube, so wie Sex für jeden Teenager ist. Es ist etwas Unbekanntes und eine Art Passierschein ins Erwachsensein. Jeder Teenager ist neugierig und gleichzeitig ängstlich. Als Sie Ihre Unschuld verloren haben, war das eher ein Akt der Lust oder der Rebellion? Beides. Wollen Sie nicht präziser werden? War ich doch. Haben Sie manchmal das Gefühl, Männer einzuschüchtern? Ja. Ich glaube, dass ich Leute generell einschüchtere. Aber Männer auf andere Weise. Klar, manchmal fühlen sich Männer einfach unwohl mit einer Frau, die ihren eigenen Willen hat. Haben Sie manchmal den Eindruck, die Männer rächen sich an Ihnen, weil Sie so viel für die Befreiung der Frau getan haben? Ich schätze, das geht in Ihren Köpfen vor. Ja. Entwickeln Sie deshalb Feindseligkeit gegenüber Männern? Nein. Wirklich keine Feindseligkeit Männern gegenüber? Ich glaube, ich habe eher Mitleid. Sie sind eben so erzogen zu denken, eine Frau ist nur attraktiv, wenn sie ihren Mund hält. Nicht alle Männer denken so, aber die meisten. Sie glauben eben, dass ich eine Frau unterordnen soll. Sie tun mir leid, ich bin nicht böse auf sie. Aber gibt es wenigstens Männer, bei denen Sie feuchte Hände kriegen, sobald Sie an sie denken? Absolut. Ikonen von der Leinwand? Ikonen? Sie meinen Filmstars? Oh nein, bei Filmstars bekomme ich keine feuchten Hände. Da gibt es doch einen Widerspruch. Sie sind ehrlich, zeigen, was Sie können, sind viel offener als die meisten Menschen. Und auf der anderen Seite werden Sie nach allem, was Sie so offen dargelegt haben, von den Medien verzerrt und niedergemacht. Das sagt alles über die Gesellschaft. Weil die Gesellschaft voller Scham und Schuld steckt, sagt sie nicht die Wahrheit. Das ist die wirkliche Reaktion der Leute auf mich. Ich bin ehrlich, aber alle schämen sich und fühlen sich schuldig. Und keiner traut sich, die Wahrheit zu sagen. Kann es sein, dass Leute sie niedermachen, um sich von ihrem Idol zu befreien? Sie selbst haben den Menschen beigebracht, sich von ihren Vorbildern zu lösen. Ich meine, die Leute haben sie doch als Idol betrachtet und im Prozess der Befreiung haben sie einfach ihr Idol zerstören müssen. So ist der Mensch. Das ist doch typisch für diese Gesellschaft, dass sie bestimmte Menschen hochpusht und sie ins Rampenlicht stellt.
traditional in society to build someone up and put them on a platform or a pedestal. Und wenn die dann die Erwartungen nicht erfüllen und nicht genau das sagen, was man von ihnen verlangt, sind alle sauer und versuchen dich fertig zu machen. What you want them to say, you get angry and you try to tear them down. Hat diese Erfahrung Ihnen nicht zumindest geholfen, sich Ihrer Einsamkeit bewusst zu werden? Das Einzige, was mir hilft, meine Einsamkeit zu bewältigen, ist meine Selbstachtung und meine Freunde. Und das Verständnis dafür, wie es zu diesem Prozess gekommen ist. Und dass ich das nicht alles persönlich nehmen muss. Sehen Sie sich als eine Figur der Aufklärung für das 20. Jahrhundert? Yes. Als jemand, der eine Botschaft hat? Ja. Können Sie sich vorstellen, dass eine Zeit kommt, wo alle Ihre Forderungen erfüllt sind, wo alles gesagt sein wird und sich niemand mehr darum schert, dass irgendeine Sängerin Ihnen erzählt, lebt so oder lebt so? Ja, sicher. Ich würde mich freuen, aber engstirnige Menschen wird es immer geben. Hat die katholische Kirche Ihre Vorstellungen von der Liebe beeinflusst? Nein. Ich würde sagen, dass meine Vorstellungen von Liebe eher beeinflusst sind von Büchern, die ich gelesen habe, Filmen, die ich gesehen habe und den Menschen, die ich kenne. Wie mich mein Vater erzogen hat, hat nicht unbedingt etwas mit Religion zu tun. Wen in Ihrer Umgebung lässt Ihr Ruhm kalt? Meine Freunde. Leute, mit denen ich täglich arbeite und die mich gleich nach dem Aufstehen sehen. See me in the morning. Ist Ihr Vater beeindruckt von Ihrem Ruhm? Absolut nicht. Versuchen Sie immer noch, ihn zu beeindrucken? Nein, das habe ich schon vor einigen Jahren aufgegeben. Vielleicht wäre es für Ihren Vater leichter, sich Ihnen nahe zu fühlen, wenn Sie scheitern würden. Nein, ich glaube, er nimmt diesen Teil meines Lebens nicht wahr. Es fällt ihm leichter, mich wie einen normalen Menschen zu behandeln, so wie meine Geschwister, wenn er meine Berühmtheit ignoriert. Was machen Sie denn, wenn Sie den Eindruck gewinnen, Sie machen überhaupt keinen Eindruck auf jemanden? Ich mache immer Eindruck auf die Leute. Sie sind ziemlich selbstbewusst. Nein, ich besitze einfach eine starke Persönlichkeit. Warum sagen Sie nicht, dass Sie selbstbewusst sind? Ich bin selbstbewusst, aber das sage ich nicht, weil ich es einfach bin. Ich habe eine Meinung und einen Standpunkt. Ich bin eine starke Persönlichkeit und deshalb mache ich immer Eindruck auf andere Menschen. Es gibt unglaublich viele Menschen, die ihren Erfolg teilen. Wer teilt ihren Misserfolg? Wer meinen Misserfolg teilt, egal ob ich Erfolg oder Misserfolg habe, meine Freunde sind immer für mich da. Wie viele haben Sie? Ich würde sagen, eine Handvoll sehr guter Freunde. Das ist nicht viel. Doch, das ist es. Eine Handvoll richtig guter Freunde? Das ist das Beste, was man vom Leben verlangen kann. Die Leute sind wahnsinnig neugierig auf ihr Sexleben. Wenn sie ehrlich sind, haben die nicht maßlos übertriebene Vorstellungen von ihrem Sexleben? Amüsiert sie das nicht? Oversized preconception about what your intimate life is. Do you find that amusing too or ironic too? Dass die Leute besessen von meinem Sexleben sind? Ja, das finde ich schon amüsant. Yes. Möchten Sie nicht mal über meine Musik reden? Natürlich. Ich habe Ihre neue Platte doch schon angesprochen. Okay. We have 5 more minutes to comment on whatever. Would you like to talk about my music? Was ist romantisch an Ihnen? Ich verstehe diese Frage nicht. Sie sagen über Ihre neue Platte, dass sie sehr, sehr romantisch ist. Also was ist daran romantisch? Es geht um Liebe. Liebe, die Suche nach Liebe, den Verlust von Liebe. Ich kann ein Lied romantisch nennen, aber ich würde mich nicht selbst als romantisch bezeichnen. Te amo?
Je t'aime. Aishi Dimatsu. Auf Ihrer neuen Platte Bedtime Stories sprechen Sie davon, bestraft worden zu sein. Bestraft von wem? Bestraft wofür? Punished. Punished by whom? Punished for what? I'm talking to society. And I would say that I felt... Ich spreche zur Gesellschaft. That... Als ich mein Sexbuch veröffentlicht habe und über meine sexuellen Fantasien sprach, habe ich mich mit einem Tabuthema beschäftigt. Und ich glaube, es hat eine Menge Leute erschreckt, dass eine öffentliche Person offen über Sexualität spricht. Ich habe das Gefühl, dass alles, was ich seitdem gemacht habe, vorschnell verurteilt wurde. Prejudged or held up and measured by a different set of rules because everyone. Jeder dachte einfach, ich sei verdorben. That's what I meant by that. Inwiefern fühlten Sie sich bestraft? Das habe ich doch gerade gesagt. Man hat Sie aber doch weiter geliebt und Ihre Platten gekauft. Ja, die Leute schon, aber ich rede von den Medien. Vergessen wir mal die Medien. Ich wünsche, das könnte ich. Viele meiner Fans lassen sich beeinflussen. Wenn ständig schlecht über mich, über meine Filme, über meine Platten geschrieben wird, nur weil sich die Medien über mich ärgern, dann beeinflusst das natürlich unbewusst eine Menge Menschen. Und die, die mich mögen, werden nie über mich schreiben. Also bekomme ich nur das Schlechte mit. Es gibt auch wunderschöne Artikel über Sie. Ja, ich freue mich schon darauf, die mal zu lesen. I never do the same thing twice. Haben Sie eine Erklärung für das Madonna-Phänomen? Well, the word phenomenon is something. Das Wort Phänomen hat mir die Gesellschaft aufgezwungen. Dazu kann ich nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass meine Musik, wie alles, was aus meiner Seele kommt, immer ein Teil von mir ist. Even if it's not directly about me. Meine Position ist immer zu spüren, auch wenn es nicht direkt um mich geht. Haben Sie noch unerfüllte Wünsche aus Ihrer Kindheit? Meinen Sie, was ich noch in meinem Leben machen will? Na klar. Was fehlt Ihnen in Ihrem Leben? Ich möchte noch einen Hund haben. Noch einen Pitbull. Sie haben schon einen. Haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Image? Nein. Ich habe mein Image überhaupt nicht unter Kontrolle. Ich kann nur das kontrollieren, was ich anziehe. Aber wie die Leute mich interpretieren, was sie über mich schreiben, darauf habe ich keinen Einfluss. Haben Sie den Eindruck, dass man oft von Madonna denkt, dass alles Berechnung ist, obwohl es eigentlich spontan war? Yes. Ich glaube, die Leute denken, es wird viel mehr manipuliert und kalkuliert, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Küssen Sie gut? Ich glaube schon. Haben Sie nicht manchmal Mitleid mit den männlichen Interviewern, denen der Schweiß auf der Stirn steht, weil sie mit Ihnen reden? Because they're talking to you. Doch schon, aber nicht mit Ihnen.